Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark. Ich bin der Eddie und schön, dass du hier mit am Start bist. In der letzten Folge habe ich diese Fischerhütten da hinten abgeklappert. Nicht alle. Ein bisschen was fehlt mir noch. Eine. Aber ja, das kommt mit Sicherheit auch noch. Ich habe dann hier, liegt nichts mehr. Warum die Bücher hier so ein Zitterchen haben. Auch blöd, gell? Wir legen die einfach mal. Ups. Ich leg die einfach mal ein bisschen woanders hin. Vielleicht hört es dann auf. So. Da. Sie ist hier wohl. Da haben wir es schon. Was können wir mit der Werkbank machen? Was haben wir für Möglichkeiten momentan? Für eine Fackel brauchen wir noch Petroleum, das wir noch nicht gefunden haben. Darum haben wir auch noch keinen. Wir können hier nochmal Angelzeug draus machen. Das andere hier haben wir alles noch nicht. Wir haben Federn. Die können wir zum Beispiel. Wo haben wir die? Da. 10 Stücke. Kann ich die. Einen Moment. Wovon das? Die legen wir in die Schublade. Ich glaube, das macht Sinn. Alle lagern wir hier in diese Schublade um. Ah ja, okay. Das war jetzt nämlich gerade komisch. Ach so, okay. Jetzt sieht man alles. Auch in der Schublade. Das Ding hier können wir nämlich zum Beispiel auch zu so Eisenschrott machen. Und aus diesem Eisenschrott könnte man wieder Haken machen. Jetzt schaue ich mir mal kurz meine Klamotten an, nachdem es draußen so stürmt. Denn, schau dir mal das hier an. Wir ziehen auf alle Fälle diesen Wintermantel an. Der bringt uns mehr. Da haben wir 8 Grad und 4. Ich switche nochmal schnell um. 6 und 3. Also, anziehendes Teil. Macht Sinn. Wir könnten diese Schuhe zerlegen. Da bekommen wir 2 Leder raus. Getrocknetes Leder. Ich zerlege das mal. Es dauert eine Stunde. Oder halt, warten wir schon mal kurz auf unsere. Wir sind durstig und etwas müde. Durstig und etwas müde. Haben wir auch Hunger? Ein bisschen. Machen wir nochmal Folgendes. Wir machen mal Feuer. Wir fangen mal mit dem Feuer mit den Stöcken an. Brandbeschleunigung tun wir mal nicht rein. Da haben wir eine 70%ige Chance, dass es auch funktioniert. Einfach um mal so allgemein unser Feuermach-Bonus zu erhöhen. Und ich hoffe, das klappt gleich beim ersten Mal. Das wäre doch ganz gut. Okay. Tun wir mal so ein Altholz dazu. Schnee schmelzen. Hauen wir mal. Okay, das dauert 10 Minuten. Das Kochen. Minuten.
Das heißt, es muss noch ein bisschen Fertigstaub nehmen. Ne? Das ist auch neu. Wir schmelzen mal noch einen halben Liter. Kochen den dann auch gleich ab. Wir haben noch keine Tabletten gefunden, um Wasser zu säubern. Könnten wir uns nämlich das Abkochen sparen. 223 Minuten übrig. Das ist ja interessant. Da können wir ja nochmal... Haben wir eigentlich was zu essen? Nee. Hätte ja sein können, dass wir eine offene Dose rumstehen haben. Dann hätten wir die ja gleich kochen können. Haben wir aber nicht. So, da. Und dann werden wir mal ein bisschen was trinken. Schauen wir mal. Ja. Einen guten halben Liter haben wir reingeschüttet. Jetzt sind wir noch müde und ein bisschen hungrig. Was könnten wir essen? Wir haben 1300 Kalorien am Start. Hundefutter. Ja, komm. Wir öffnen den mal. Weil es wird ja nicht besser. Es hat ja nur 23%. Wie geht's uns jetzt? Wir sind müde. Okay, dann gehen wir doch ein bisschen schlafen. Ich konnte vorhin ja nicht mehr schlafen. Weil man kann jetzt nicht mehr schlafen, wenn man... Wenn man nicht müde ist, dann kann man nur warten. Ich muss tagsüber schlafen, weil ich müde bin. Aber ist egal. Warum nicht? Komischerweise sind wir immer noch erschöpft. Wir haben noch 4 Stunden Tageslicht übrig. Wenn es nicht so kalt draußen ist. Wäre das eigentlich wurscht. Da könnten wir auch nachts draußen laufen. Ja, ganz ausgeruht sind wir nicht, aber wir sind auch nicht komplett müde. Wie schauen wir denn gewichtsmäßig aus? Das ist Hundefutter. Das ist Brause. Wir machen mal Folgendes. Wir legen mal das ab. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich abgelegt habe. Was war das hier? Spitzenpfirsiche. Futter. Komm, Futter legen wir mal ein bisschen weiter hier rüber. Hä? Sorry. Falsche Taste. Gipfelbrause. Orangenlimo. Auch die packen wir mal daher. Einfach gewichtstechnisch. Das
sehe, wie kaum was. Das ist ein bisschen so ein Schokoriegel zwischendrin oder so ein Müsli-Riegel. Das kann ja nicht schaden. Notfalls essen wir die Rohrkolben. Zu trinken haben wir auch hier ein bisschen was. Auch hier. Es gibt noch ein paar Kalorien. Die ist nicht mehr so gut hier, die Gipfelbrause. So, und hier haben wir jetzt. Komm. Dann lassen wir mal zwei von den Dingern. Lassen wir einfach mal da. Und zwei nehmen wir mit. Den Schlafsack, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Wer weiß, wer weiß. Zeitungspapier. Ablegen. Halbes Kilo, auch ein halbes Kilo, dann passt die Axt. Die könnten wir irgendwann mal schärfen. Ich habe da einen Wetzstein rumliegen. Die Weste, die Schuhe. Einen Moment. Die Weste legen wir mal ab. Ein Stück nach da. Schuhe ablegen, sonst liegt das alles übereinander. Gelegenheit mal zerlegen. Ah ja, das nehmen wir einfach mal mit, das Zeug. Und würde ich vorschlagen, wir gehen mal nach draußen, schauen wir mal, wie kalt es ist. Wow. Naja, geht noch minus 7 Grad. Wir können jetzt entweder die diese Hütten da alle besuchen, diese Fischerhütten. Ich gehe mal auf die Seite, wenn der Wolf so rumläuft. In meine Richtung. Genau, er verzieht sich. Habe ich nichts dagegen. Wir haben da hinten noch eine Hütte, hatten wir da noch. Wir waren da hinten. Wir waren bei diesen Hütten. Und jetzt gehen wir noch zu der da. Wir haben da hinten eine Leiche gefunden, hier in der Mitte dieser Insel. Ich könnte mal versuchen zu angeln. Eisfischerhütten. Und wir können auf dem Rückweg in den Fischerhütten mal die Schubladen durchkruscheln. Diese Fischerhütte da hinten hat, glaube ich, eine Tür. Minus 8 Grad. Wie hier das Eis glänzt da noch. Ne?
Weiß zwar nicht warum. Die letzten Sonnenstrahlen sind ja schon lang verschwunden. Aber it's magic. Sie tun's. Hier. Wie gesagt. Verwunderliche Bauweise, wenn diese Hütten hier noch nicht mal einen Ofen haben. Ich schau mal wieder, wie gewohnt, erstmal außen rum ein bisschen. Na da, schau her. Alter Schwede. Jetzt, wenn du noch eine Kugel im Hosensack hast. Nee. Schade. Setzt er sich hinter die Hütte zum Sterben? Auch interessant. Buch nehmen wir mit. Können wir hier nicht verbrennen, weil es ja, wie gesagt, kein Ofen gibt. Deshalb packen wir das ein. Genauso wie die Zeitung. Sardinen. Die können wir auch so öffnen, ohne Dosenöffner. Die hat einen Öffner dran. Hier ist nichts drin. Brandbeschleuniger, jawohl. Nehmen wir mit. Ich sehe hier wieder nichts, was mich dazu verleitet. Ich werde mal kurz das anzünden, einfach, dass ich ein bisschen was sehe in der Bude. Schick hier. Vor allem seht ihr auch was. Ihr seht ja nach dem Hochladen auf YouTube sowieso immer etwas weniger. Löschen. Dann stecken wir das Ding wieder ein. Mit H. Schleichen wir uns mal. Treten nach draußen. Wow. Aufpassen, dass wir uns das Ding hier nicht ins Auge rammen. Ich werde mal bis zu dieser Fischerhütte noch gehen. Und dann werde ich eine Folgenpause machen, denke ich. Mal gucken, was es da alles zu holen gibt. Wie kalt ist es denn? Minus 8 Grad geht noch. Da war es beim Herweg kälter. Ist aber oft so. In der Morgendämmerung und in der Abenddämmerung ist es oftmals deutlich kühler. Haben wir jetzt hier eine Tür zum Schließen? Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass diese Hütte hier eine Tür hatte. Suchen wir die Schubladen. Leer. Eine Schnur. Kartonstreichhölzer. Ich mach mal nochmal Feuer. Den packe ich ein. Packe ich auch ein. Das durchsuchen wir schnell. Nichts drin. Pfirsiche, Ofen.
tatsächlich keine Tür. Zeitungspapier. Ich nehme das mal und wir machen da ein paar Zunderbündel draus. Und die legen wir ab. Wo haben wir die jetzt? Die lassen wir hier liegen. Wegen Feuer. Und dann würde ich sagen, wo habe ich denn da? Zurück platzieren, so sieht's aus. Hier. Und mit dieser Aktion, ich werde hier eine Runde schlafen und mit der Aktion würde ich mich gern von euch verabschieden. Bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Eddie.